Hallo meine Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Video ist extrem angefragt und wie ihr es in der Überschrift lesen könnt, handelt es sich endlich um das Thema zu einer günstigen Staubabsaugung. Ja, vorab möchte ich aber sagen, bevor es gleich losgeht, dass das wirklich etwas ist für Hobby-Nageldesigner, die sich ab und zu mal selber die Nägel machen und trotzdem möglichst staubfrei arbeiten wollen, aber nicht, wenn ihr sagt, ihr seid selbstständig und wollt Kunden haben, weil gerade mit dem Feinstaub ist wirklich nicht zu spaßen und wenn ihr selbstständig seid, dann ist es ganz wichtig, dass ihr da wirklich investiert, euch eine richtig gute Staubabsaugung kauft, weil dieses ewige Einatmen, was diese Staubabsaugung jetzt nicht komplett verhindern kann, das ist wirklich auf Dauer nicht gut für euch. Und wie die meisten wissen, habe ich eine Novaflare Staubabsaugung und den Tisch und ich habe dazu ein sehr ausführliches Video gemacht. Ich werde es euch verlinken, das ist meiner Meinung nach die beste Staubabsaugung, die es gibt. Made in Germany, 10 Jahre Garantie, also was will man mehr? Und das ist wirklich ganz, ganz wichtig, die ist extrem leistungsstark. Also wenn ihr sagt, ihr seid selbstständig, dann schaut euch das mal an. Aber die Hobby-Nageldesigner könnten diese Staubabsaugung sowieso in den meisten Fällen nicht bekommen, weil die wirklich nur für geschulte Nageldesigner bzw. für Selbstständige erhältlich sind. Deswegen eine kleine Lösung für diejenigen, die das so für sich machen und die sagen, der Staub geht mir doch ganz schön auf die Nerven und jetzt werden einige schauen und sehen, das kennt ihr doch ganz bestimmt. Ja, und zwar habe ich mir diese Staubabsaugung jetzt bei Amazon bestellt und ich werde euch das Modell unten einmal verlinken. Der Witz ist, wie die meisten wissen, ist mein Studio ja jetzt gekündigt. Das heißt, in den nächsten Monaten kommt mein Novaflare-Tisch zu mir nach Hause. Das heißt, früher oder später werde ich diese Staubabsaugung an euch verlosen. Ich denke, einige werden sich vielleicht freuen und viele werden diese Modelle kennen. Also ich wollte da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld für ausgeben. Das ist so Standard, stellt man auf den Tisch, da ist ein Kabel dran, hier der An- und Ausknopf und man hat diesen Beutel da unten dran. Wie gesagt, das ist jetzt nichts für die selbstständige Nageldesignerin, aber ich finde, für Hobby-Nageldesigner ist das ganz in Ordnung. Und ich muss sagen, also so sieht die einmal aus von vorne, Jago oder Jago, was auch immer das heißen soll. Und ich muss sagen, die Staubabsaugung an sich ist schon nicht schlecht. Also ich habe da früher auch andere gehabt, die einfach mal überhaupt gar nichts gebracht haben, die eher gepustet haben als gesaugt haben. Und da gefällt mir diese schon ganz gut. Also die ist an sich schon ein bisschen stärker als die anderen. Ich glaube, ich habe 30 oder 35 Euro dafür bezahlt. Schon mal deutlich besser als die ganz allererste, die ich früher hatte. Und die stellt man eben auf den Tisch. Die Kundin kann ihre Hand drauflegen und man kann hier arbeiten. Und ich finde sie so schon mal nicht schlecht. Aber wie viele von euch wissen, ist es ja so, wenn sich der Staubbeutel, der hier unten ist, mit der Zeit füllt, dann hat man leider oft das Problem, dass diese Staubabsaugungen mehr pusten, als dass sie saugen. Und da gibt es halt einige kleine Tricks, also drei Sachen möchte ich euch jetzt weitergeben, wie ihr das Ganze ein bisschen verhindern könnt und wie ihr das Ganze noch leistungsstärker bekommt. Also wie die Absaugung sozusagen stärker saugt mit ganz einfachen Tricks. Und ja, so kann der Hobby-Nageldesigner vielleicht auch ein bisschen mehr Spaß dran haben, weil der Staub dann relativ gut eingesaugt wird. Und ja, dann beginnen wir mit dem ersten Tipp. So, hier seht ihr jetzt einmal das Gerät, wenn es aufgebaut ist. Die meisten werden es kennen. Von der Seite betrachtet, die Kundin legt ihren Arm hier drauf. Das ist auch schön weich und die Hand ist dann über der Öffnung und man ist am Arbeiten und das Ganze wird eingesaugt. Und hier habt ihr eben diesen On-Off-Knopf zum Anschalten und hier habt ihr euer Kabel. Und ja, das ist jetzt auch ein etwas kleineres Modell. Ich habe da auch schon größere von gehabt, aber ich finde das wirklich gut. Also es hat an sich schon wirklich eine gute Saugleistung, so für Hobby-Nageldesigner. Ich betone das immer noch. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem richtigen Gerät wie von Novaflare. Aber so fürs Hobby auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, um erstmal das Ganze zu zeigen, werde ich jetzt meinen Fräser anschalten. Und zwar habe ich jetzt einfach ein Chemabit und dann machen wir die Staubabsaugung einmal an. Ihr hört, sie ist schon ein bisschen lauter, also auch lauter als Novaflare bei der Leistung, obwohl das so eine schwache Leistung ist im Vergleich. Und ihr könnt fräsen und das Ganze ist natürlich jetzt nicht ganz so gut zu erkennen, aber der Staub wird wirklich schön eingesaugt. Das funktioniert wirklich gut und landet dann natürlich hier unten in dem Beutel. Ich mache das Ganze jetzt mal wieder aus. Wenn diese Geräte neu sind, dann funktionieren die meistens auch ziemlich gut.
Wenn ihr sagt, dass euch die Saugleistung zu schwach ist, wenn ihr ähnliche Geräte habt und sagt, irgendwie komme ich damit nicht ganz so gut klar, dann kann ich euch erstens empfehlen, so einen kleinen Pappring auszuschneiden. Und zwar, ja, einfach nehmt einen alten College-Block, die Rückseite oder was auch immer. Und hier, die Öffnung ist ja komplett rund. Ich habe jetzt einfach einen Zirkel genommen, damit die Größe abgemessen, mir das auf eine Pappe gezeichnet, ausgeschnitten. Und diesen Ring könnt ihr dann auf diese Öffnung legen, aber ihr solltet ihn nicht zu breit machen, weil hier ein Ventilator sozusagen drin ist, der den Staub einsaugt. Und wenn ihr den komplett verdeckt, dann funktioniert hier gar nichts mehr. Also einfach so einen Ring ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt ihn ja immer noch mal ein bisschen schmaler schneiden. Aber dadurch, dass die Öffnung dann kleiner wird, wird die Saugleistung etwas stärker. Also das solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Und wir versuchen es jetzt nochmal. Also das funktioniert wirklich ganz gut, es ist super einfach, ihr braucht euch nichts kaufen und das wäre so mein erster Tipp für euch. Dann haben ja viele das Problem, weil hier ja diese Beutel dabei sind, die müssten natürlich auch ab und zu mal gewechselt werden und viele haben natürlich das Problem, wenn sie die Staubabsaugung dann länger benutzen, dass dann dieser Beutel, wenn er gefüllt ist, den Staub im ganzen Raum verteilt. Also man hat das Gefühl, dass von den Seiten mehr rausgepustet wird, als das eingesaugt wird und dann ist eben mein erster Tipp, dass ihr ein Handtuch nehmt. Und das machen einige Schüler von mir, dass sie das Handtuch ein bisschen feucht machen und dann so ein bisschen vor die Absaugung legen. Und der Staub, der dann rausgepustet wird sozusagen, der landet dann hier im Handtuch. Und dadurch, dass das Handtuch feucht ist, bleibt das Ganze im Handtuch hängen. Und das hilft auf jeden Fall schon mal enorm. Was ich noch besser finde, ist dann sozusagen der nächste Tipp. Wenn ihr euch die Staubabsaugung einfach mal umdreht, hier wie gesagt dieser Beutel, wenn ihr direkt den Beutel befeuchtet, dann ja, braucht ihr das Handtuch nicht nass machen und das funktioniert auch super und dann bleibt der Staub auch drin. Da würde ich euch empfehlen, nehmt eine Sprühflasche und zwar nicht unbedingt Wasser. Ich nehme da ganz gerne ein Raumspray. Nehmt euch den Duft, den ihr mögt, also das ist jetzt Kirsche, einfach damit ihr sprühen könnt und dann könnt ihr euch das Ganze ein bisschen feucht machen. Zieht vielleicht vorher den Stecker, damit ihr hier nicht alles nass macht. Einfach so ein bisschen feucht machen, das merkt man dann ja. Und dann habt ihr einfach den Nebeneffekt, wenn das Ganze pustet, dann wird dieser Duft vom Raumspray nochmal im Raum verteilt und dann riecht das Ganze ein bisschen frischer. Ich finde das ziemlich gut und der Staub bleibt ziemlich gut im Beutel und das kann man dann natürlich immer wiederholen und das ist wirklich mein Tipp an euch. Probiert das auf jeden Fall aus und dann könnt ihr deutlich staubfreier arbeiten. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Diese drei Tipps, die wirklich super leicht umzusetzen sind. Probiert es aus, wenn ihr ein ähnliches Modell schon zu Hause habt. Dann testet das Ganze, ob das für euch eine Lösung ist. Und wenn ihr noch keine Staubabsaugung habt und wirklich nur so Hobby-Nageldesigner seid, dann schaut euch die mal an. Wie gesagt, ich werde sie euch unten verlinken. An sich ist die schon wesentlich stärker als die, die ich zum Beispiel früher hatte. Also ich finde die soweit schon mal ganz in Ordnung. Natürlich nicht zu vergleichen mit Nova Flair, aber trotzdem für zu Hause reicht sie vollkommen aus. Ja, wenn euch diese Videos gefallen, wo ich euch auch solche Tipps mal wiedergebe, lasst es mich wissen. Ich freue mich über eure Kommentare, über Daumen hoch natürlich, damit unterstützt ihr mich. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!